Da haben wir es. Das freche Eichhörnchen. Es war hart zur Zeit. Ich bin noch etwas am Wackeln. Es ist immer noch da. Das sind so die Bewohner aus der wunderschönen Umgebung, wo ich wohne. Und ich werde das einfach mal einen Augenblick filmen. Er zeigt mir seinen Rücken. Das ist ein Sprechdachs. Wie ihr wisst, sind die Eichhörnchen zu dieser Jahreszeit besonders aktiv, weil sie ihren Wintervorrat an Nüssen, Eicheln und allem anderen wieder zusammensammeln. Da ist der kleine Frechdachs. Was hat Beute gemacht? Wie ich euch gerade sagte, und schwupp wieder auf den Baum hoch. Ja, wie ich euch ja gerade sagte, sind diese kleinen Frechdachse, ist in dem Baum jetzt übrigens da drinnen, ne, fleißig und emsig dabei, jetzt den Wintervorrat anzulegen, dass sie heil und gesund über den Winter kommen. Im Hintergrund sehen wir noch ein schönes altes Gebäude, was ihr ja da seht. Und jetzt zeige ich euch nochmal letzten Eindrücke aus diesem herrlichen Park mit einem kleinen See und einer Holzbrücke. Da ist sie. Da sind auch noch andere Bewohner. Natürlich mit dabei Enten. Aber hier vorne. Ich will jetzt gerade flüchten. Wo ist er? Da haben wir ihn beim abendlichen Bad. Dazu kommen natürlich Enten. Hier im Bild ein Pärchen. In aller Seelensruhe drehen sie ihre Kreise. Mittlerweile ist es auch später Nachmittag geworden und ich hoffe, euch haben die Einblicke aus meiner Heimat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo YouTube und hier weitere Bewohner in diesem wunderschönen Park. Wir sehen dort einen Fischreiher. Etwas stumm, etwas still und ich zittere auch schon wieder, aber ich versuche mir die Kamera etwas still zu halten. Ich gehe mal noch etwas näher ran. Ja, der sieht satt. Warum zitter ich denn so? Der sieht satt und glücklich aus. Die Enten machen ganz schön Palaver. Aber das ist ja nichts Neues bei denen. Da seht ihr es ja, der Erbe dreht ganz schön am Rad. Vorne meine kleine Entenfamilie. Und zum Schluss nochmal der Reiher.
damit verabschiede ich mich von euch für heute und wünsche euch noch einen schönen Abend.